Kinders! Willkommen zu meinem Case-Opening. Ich freue mich schon voll und so. Und weh, ich drücke heute nichts gescheit. Ich will mindestens... Ich mach 10 Sachen auf. Sagen wir mal 12 Messer, okay? Komm, mach 11 draus. Ich will nicht so gierig sein. Mach 11 Messer draus. Ah, 500 Euro. Weißt du, da bin ich einfach schon zufrieden. Ich bin leicht zufriedenzustellen, ja? Hätte ich einen kleinen Wunsch frei auf der Welt. Nicht Play Game. Hey, mir würden einfach 30 Millionen Euro reichen. Mehr will ich gar nicht, ja? Ich bin sonst glücklich. Wir machen ein Case-Opening. Also machen wir alles auf. Frog Dancer Plane. Also, ich habe eine Revolver. Wir machen auf jeden Fall zwei Revolverkisten auf, ja? Und dann habe ich da hinten noch welche. Und dann dachte ich, wir arbeiten einfach die da hinten ab. Ich mache die Tage dann auch wieder ein Giveaway. Und Leute, Kinder, es gibt noch Waffen, wo sich kein Schwein gemeldet hat. Also, die Gewinner. Ich habe jeden Gewinner auf YouTube angeschrieben. Jeden Gewinner. Und ich habe 3, 4, 5 Waffen vielleicht weggegeben. Von wie viel? 12? Weil kein Schwein sich dafür interessiert. Hey, ich mache mit. Und dann gucken sie nie wieder rein. Ja, selbst schuld, oder? Also, fangen wir jetzt einmal hier mit der Revolverkiste an. Ah! Was gibt's denn schön? Jetzt haben wir kurz meine Ärmel hochkrempeln. Ne, ist zu kalt, ist zu kalt. Schwule Revolver. Ja, vielleicht nehme ich halt einfach mal das Rare Special Item. Du musst halt Doppelklick machen und das hochziehen. Zack. Und schon hast du es. Achtung. Was? Mann! Weißt du was? Wie scheiße die aussieht und so. Nee, sieht schon gut aus. Schon ein guter Anfang. Ist jetzt ein bisschen gebraucht. Klar, fällt halt runter, wenn man hart schießt, ne? Ist schwer. Die meisten Leute sind ja eher schwach. Und da fällt einem so eine Waffe halt aus der Hand. Ja, fehltestet. Das heißt, so viel wie im Mülleimer gefunden. Kann hier direkt fortschmeißen. Machen wir nochmal die andere Revolverkiste auf. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl. Ich nehme das Rare Special Item. Man darf nur einmal draufklicken. Habe ich ganz vergessen. Guck, einmal hochziehen. Ah, jetzt kommt's natürlich. Aber immerhin, guck mal, eine Stat-Track, ja, ist natürlich in Sammlerkreisen gern genommen für einen Euro. Das wird's jetzt. Was gibt's denn da? Ah, diese eklige Asimov, Mann. Die sieht fast so schwul aus wie die Hyper-B. Jetzt einmal aufkommen. Komm schon! Aber hier gibt's echt nicht so gute Sachen. Die meisten habe ich ja schon. Immerhin. Stat-Track, guck mal hier mit Punkten auch drauf. Da sieht man natürlich eindeutig wieder, dass die Waffe schon gut ist, wenn Punkte, also Vierecke drauf sind. Kreise sind natürlich orthogonal, ja, zum olfaktorischen Faktor nicht so tangential vertreten. Aber, ja, und jetzt pass auf. Schön, dass wir mal so offen drüber gesprochen haben. Aber jetzt geht's richtig los. Und die auch. Ich habe alle Waffen schon bis auf 2 oder so. Es können nur doppelte Sachen rauskommen. Gib mir halt mein scheiß Rare Special Item und ich bin für heute zufrieden. Noch nicht mal die Heat! Aber okay, regt euch mal nicht so auf, Mann. Ich find's schrecklich, wenn ihr so laut werdet. Ich find's wirklich, es gefällt meinen Early Burlies gar nicht. Ich sag noch kurz, welche ich gerne hätte, damit das Spiel weiß, ach so. Ich hätte natürlich gerne dieses Butterfliegenmesser. Dann hätte ich gerne die Cyrex. Also, sieht kacke aus, aber würde die auch nehmen. Water Elemental, die nicht. Die ein bisschen, die habe ich schon. Die würde ich nehmen. Na gut, los. I got my head checked. Achtung. Komm schon, irgendwas Gutes! Warum so eine Scheiße? Aber gut, so eine Negev, die hat natürlich gar nichts, Mann. Die kann man fortschmeißen. Tschüss, tschüss, tschüss. Komm schon jetzt. Water Elemental. Ich will wenigstens die Water Elemental. Komm schon. Water Elemental? Ich sehe sie nicht. Was? Warum auch nicht? Warum nehme ich nicht einfach so eine scheiß Waffe und schieb's mir in den Arsch, Mann? I got my head checked. Buy it and bought it. Ich mache jetzt noch 4 auf. Und wenn ich nicht komplett ausrasten soll, ist bitte noch irgendwas dabei. Ich würde jetzt einfach mal gelinde gesagt alles nehmen. Bis auf die. Guck mal, warum? Was ist da drauf? Ist das so ein silberner Drachen eingeritzt? Warum ist die so besonders? Bei Skins geht es einzig allein ums Aussehen. Oder um die Stat-Track-Funktion. Ich meine, Skins sind einfach nur bunte Waffen. Das ist eigentlich schon irrsinnig, dass man für sowas bezahlt. Dann sieht die noch scheiße aus. Wie kann sowas so teuer sein? Gut, ist halt Kunst, ne? Man bricht auf eine Leinwand und dann verkauft man es für 1 Trilliarde Euro. Ist halt so, ne? Rare Special Item 3-mal anklicken, hochziehen, auf Use Key drücken. Und schon funktioniert. Guck mal. Schon ist es das goldene Ding. Ah. Was? Immerhin ist der Track. Aber Mann, ich will doch wenigstens was anderes haben. Okay, hopp, irgendwas. Bitte. Warum? Oh. Ja gut, warm. Mensch, so ein warm Gott. Mittelschön, okay? Mittel. Aber ich nehme jetzt schon noch ein Knife. Ich würde schon noch ein Knife nehmen. Ich nehme noch ein Knife mit, komm. Ich wette mit euch, in den Chroma 1 Kisten ist was voll Schönes drin. Was ist da drin? Nehme ich. Ich würde einfach mal sagen, ja, hier im 4. Ich weiß nicht, ob ihr schon wussten. Haben sie das gehört? Haben sie das mitbekommen? Komm, jetzt mach doch mal was Gutes, ja. Komm, mach mal was Rotes. Hopp, rot. Warum? Schick dir die Scheißwaffe in dein Anus. Nein. Counter-Strike, nein! Fuck, man! Was? Der Drucker!
ich hätte schon gern die M4 genommen. Um so ein Stück hätte ich sie genommen. Gerne. Oder Knife. Knife hätte ich auch genommen, komm. Ich bin völlig furios gerade. Was ist das für eine verschissene Ziehung gewesen, Mann? Ich mache jetzt noch so ein Ding. Ich gebe jetzt mal so eine Waffe weg in so einem Vertrag. Also 10, pass mal auf. Ganz wichtig ist natürlich jetzt einen Daumen hoch zu geben, weil falls ihr Geschwister habt, könnt ihr sonst ganz eklige Beulen bekommen. Habe ich schon oft mitbekommen, ist echt widerlich. Das kommt nicht von mir. Das ist einfach das Böse praktisch, weil ihr ja keinen Daumen nach oben gebt. Es ist halt wirklich schlecht. Und wenn ihr dieses Jahr nicht überfahren werden wollt, ich will's nur sagen, es ist nur ein Rat. Es wäre wirklich eine Schande. Teilen ist auch nicht schlecht. An apple a day keeps the doctor away. Einmal teilen und das Fahrzeug zerteilt dich nicht. Der Schneepflug. Na? Ich würde sagen, natürlich auch kommentieren ist klar, das versteht sich ja von selbst, ja. Und ich merke, wie es euch gefällt, jeden Tag wieder ein Video. Das gefällt euch, es macht euch so richtig geil. Ja, ich häng mich rein. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil wir schämen. Wie geht denn das überhaupt? Wie funktioniert denn so ein Vertrag überhaupt? Ich gehe jetzt ganz zurück zu den Grauen. Achtung, 1, proceed. Ihr seht jetzt voll meinen Namen. Hört mal kurz auf zu gucken, okay? Und da auch nicht. Und vor allem nicht hier drauf achten, okay? Okay, also. Wie, das kann man nicht wegradieren. Wie peinlich ist denn das jetzt? Wow. Habe ich jetzt überhaupt irgendwie was gut gemacht? Hat die irgendeine Farbe? Ist die irgendwie besonders oder was? Hellblau. Oh. Was für ein beschissenes Opening. Was habe ich denn hier? Eine Star Trek P250 und eine Star Trek UMP 45 Corporal. Oh, achso, ja, und noch die Wurmgull. Die hat natürlich was. Ach, guck mal. 4 Euro ist sie wert. Es hat sich gelohnt. Oh, guck mal, was ich hier bald bekomme. Auch wieder vom guten Siegbert Schnösel. Eine schöne Städtreck-Igel. Guck mal, da unten mit dem Sticker. Die Marietta. Die einem dann ihre riesigen Wangen ins Gesicht streckt. Die vollen, saftigen Augen. So richtig schön ins Gesicht. So weit, so gut. Und, ach so, jetzt kann ich, bevor ich es vergesse. Ist das mein Zettel überhaupt? Ah ja. Hör mal auf jetzt zu lachen. Mrs. Kitty aus dem Cock-Clan. Aus dem Clash of Clans-Clan. Grüße an dich. Ich hab dich vergessen. Ich hab dich echt überlesen. Es tut mir echt leid. Mrs. Kitty ist auch bei uns mit dabei im Clash of Clans-Clan. So, können wir mal streichen. Gut, Run, schreibst du auf? Ja! Das ist meine Sekretärin. Verdammte Kacke, Mann. Was ist das für ein verschissener Stift? So, ich finde das echt scheiße, wenn die Stifte nicht funktionieren. Das ist zum Kotzen. Ihr seid die beste Community. Das wisst ihr hoffentlich. Das ist euch hoffentlich gerade mal klar. Mit den ganzen Likes und den ganzen Kommentaren. Das ist schön. Das macht mich gerade mal froh. Und bald kommt der Guschel. Ich weiß, ich hab's jemandem versprochen. Ich hab ihn nicht vergessen. Gut, allerhaupt, vielen Dank. Geld, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich bald wieder. Ihr coolen Socken. Woo. Ciao.